Moin, meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Wenn euer Kühlgerät nicht mehr richtig schließt oder nicht mehr zu öffnen geht, sind oftmals die Scharniere kaputt. Wie ihr die wechseln könnt, zeige ich euch in diesem Video. Zu beachten wäre, es gibt zwei verschiedene Typen. Zum einen ist das Schlepptür, da ist die Tür direkt noch mit dem Möbel verbunden. Oder die Festtürtechnik, dann ist die Tür nur auf die Kühlschranktür geschraubt. In diesem Modell handelt es sich um eine Festtürtechnik, also das bedeutet, die Holzfront ist direkt auf die Kühlschranktür geschraubt. Zuerst entfernt ihr die obere Abdeckung, entfernt von oben die beiden Schrauben. Mit diesen Schrauben könnt ihr später auch dann die Tür justieren. Meisten befinden sich an der Seite und von unten noch ein paar Halterungen, auch die schraubt ihr lose. Danach könnt ihr die Möbelfront abnehmen und schaut direkt auf die Scharniere. Schließt die Kühlschranktür, schraubt diese Schrauben lose, unten am Scharnier und oben am Scharnier. Wenn ihr diese Schrauben gelöst habt, könnt ihr die Kühlschranktür komplett entnehmen. Danach müsst ihr nur noch die Scharniere am Kühlschrank abschrauben. Dazu entfernt die Plasteabdeckung, löst diese zwei Schrauben am Gerät und die Schraube an der Holzfront. Die neuen Scharniere werden dann wieder angebaut in umgekehrter Reihenfolge, die Kühlschranktür und zum Schluss kommen noch die Abdeckung drauf. Und schon habt ihr die Scharniere selbstständig gewechselt und jede Menge Geld gespart. Genau, drin geklickt und drauf geschoben. Weitere Informationen findet ihr auf meiner Homepage waschmaschine-kaputt.com. Wenn ich euch mit dem Video helfen konnte, wäre es schön, wenn ihr ein Abo dalasst oder mir einen Daumen nach oben gebt.